Sitz Ilnau-Efretike, direkt neben dem Bahngleis, zieht schon bald das MS-Musterzentrum ein. Und zwar in Teil vom ersten und dem zweiten Stock von dem Gebäude. Grund für die geplante Zügelte ist, dass das jetzige Zentrum in der Nähe vom Hauptbahnhof nicht auf Menschen mit der Nervenkrankheit ausgelegt ist. Das weisst Ivi Spring, wo selber an Multipler Sklerose leidet. Der jetzige Standort ist ziemlich schwer zu erreichen. Also für mich als MS-Betroffene, bis ich dort bin, bin ich schweißgebadet von all diesen Eindrücken, Autos, Menschen. Am Hauptbahnhof ist natürlich auch ganz viel los. Und bis ich dann einmal im MS-Zentrum bin, bin ich also nudelfertig. Vor mehr als 4 Jahren hat die MS-Gesellschaft darum entschieden, dass es Zeit ist für einen besseren Standort. Bei der Suche sind die Betroffenen immer im Fokus gestanden, sagt der Bauherr der Gesellschaft. Schließlich sollen sie in Efretike eine Begegnungszone finden. Wir sind mit MS-Betroffenen mit der Rollstuhl her in Zug, sind ausgestiegen und sind bis dort an den Platz her, um alles auszutesten. Sind Neigungen genug, sind Steigungen genug, das haben wir alles müssen probieren. Dann braucht es Spezialbewilligungen für Zufahrt mit grösseren Fahrzeugen, muss man mit den Behörden diskutieren, sehr viel Abklärung im Vorfeld. Neben dem Büro der knapp 40 Mitarbeitenden wird der Raum im neuen Gebäude vor allem für Ausstellungsorte, Weiterbildungsräume und Beratungszimmer genutzt. Damit auch alle MS-Betroffenen Zugang haben, gibt es extra breite Gänge, Lift und WC. Divi Spring freut sich schon auf das Kompetenzzentrum. Sie will dort Treffen mit ihrer Gruppe von jungen Menschen mit einer MS-Diagnose veranstalten. Dass wir auch zum Beispiel unsere Arbeitsgruppensitzungen dort abhalten können. Oder auch Veranstaltungen, die wir machen, vielleicht mal einen Vortrag von einem Neurologen, der vielleicht etwas erzählt, was wichtig ist für uns zum Wissen, neue Medikamente oder so. Der Teil des neuen Gebäudes, der dann einmal der MS-Gesellschaft gehört, wird aber nicht etwa durch Spendengelder von Privatpersonen finanziert. Das betont der Christoph Stamm, der das Fundraising betreibt. Bezüglich Finanzierung stehen wir mit vielen grossen Förderstiftungen schweizweit in Kontakt, erklären ihnen die neuen und grossen Vorteile, die das MS-Zentrum in Efretike vor allem für die Betroffenen bringt, und versuchen so, die Gelder, die nötig sind, zu finanzieren. Im neuen Gebäude ist auch Platz für Wohnungen und Kleingewerbe geplant. Wie der Erich Markstahler sagt, sind für ihn Ergänzungsangebote wie eine Praxis für Physiotherapie eine Überlegung wert. Dann würde sich ein Besuch für die MS-Betroffenen gleich doppelt lohnen. Bis zum eigentlichen Umzug dauert es aber noch. Der ist für Ende 2022 angesetzt. Die nächsten Schritte sind Baubewilligung und dann geht es eigentlich eine Detailplanung. Für das gibt es einen Innenarchitekt, der dann das Ganze plant, so dass die MS-Betroffenen genau das Zentrum bekommen, das sie so nutzen können, wie sie es sich wünschen.